Hast du einen Steuerberater, dem du irgendwas bezahlen musst oder nutzt du für deine Buchhaltung oder Steuererklärung eine Software, die du auch bezahlst und möchtest jetzt wissen, ob du diese Kosten auch von der Steuererklärung absetzen kannst? Die Antwort bekommst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und die Frage ist natürlich legitim. Wenn du laufende Kosten für einen Steuerberater hast oder irgendwelche Softwareausgaben hast für deine Steuerlösungen oder aber auch Literatur zum Thema Steuern kaufst, kannst du das Ganze eigentlich absetzen? Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir das Ganze mal ein bisschen auseinandernehmen und ganz detailliert anschauen. Die Absetzbarkeit der steuerlichen Kosten, die du hast, also inklusive Steuerberater, hängt ein wenig davon ab, wofür diese Kosten entstanden sind. Wenn du selbstständig bist, dann macht dein Steuerberater ja wahrscheinlich eine ganze Palette an Arbeit für dich. Er berät dich, er macht deine Buchhaltung, die Umsatzsteuervoranmeldung, zusammenfassende Meldung, EÜR, Einkommensteuererklärung, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer und so weiter. Das heißt, er macht eine ganze Bandbreite an Aufgaben für dich. Und du kannst alle Kosten absetzen, die im direkten Zusammenhang mit Einkünften stehen. All das, was im laufenden Betrieb deiner Selbstständigkeit zu tun hat, das kannst du vollkommen ohne Grenze absetzen. Da gibt es keinerlei Deckelung und du hast in der Regel auch einen Vorsteuerabzug. Aber du kannst die Kosten auch absetzen, wenn sie mit anderen Einkunftsquellen zusammenhängen. Also beispielsweise deinem Anstellungsverhältnis oder aber auch Vermietungseinkünften oder aus Land- und Forstwirtschaft. Wenn du Steuerberatungskosten oder Softwarekosten hast, die direkt diesen Einkünften zuzuordnen sind, dann kannst du das auch absetzen, hast dann allerdings in der Regel keinen Vorsteuerabzug mehr. Auf der anderen Seite sind die Kosten, die quasi auf deinen Privatbereich entfallen. Denn in deiner Einkommensteuererklärung stehen ja nicht nur deine Einkunftsquellen, wie zum Beispiel deine Selbstständigkeit oder dein Anstellungsverhältnis oder Vermietungseinkünfte, sondern auch eine ganze Reihe von privaten Dingen, wie zum Beispiel alle Angaben zu deinen Kindern, zu deiner Altersvorsorge, zu haushaltsnahen Dienstleistungen, Handwerkerrechnung und so weiter. All die Aufwendungen und die Kosten, die du im Zusammenhang mit diesen privaten Angaben hast, die kannst du leider nicht absetzen. Das gleiche gilt übrigens auch für Kosten, die im Zusammenhang stehen mit Kapitaleinkünften. Kapitaleinkünfte sind zwar Einkünfte, du hast bei den Kapitaleinkünften aber einen Sparerpauschbetrag und dieser Sparerpauschbetrag schließt es aus, dass du dann tatsächliche Kosten noch ansetzt. Deswegen kannst du tatsächlich auch Steuerberatungskosten, die mit deinen Kapitaleinkünften zusammenliegen, leider nicht absetzen. Für dich als Selbstständiger hast du also drei Kategorien an Kosten, die du haben kannst für einen Steuerberater oder Software. Die erste Kategorie ist all das, was du hast im Rahmen deiner laufenden geschäftlichen Tätigkeit, also im Rahmen deines Unternehmens. Diese Kosten kannst du ganz normal in deiner Buchhaltung berücksichtigen und als Geschäftsausgabe buchen und hast da in der Regel auch einen Vorsteuerabzug. Die zweite Kategorie an Kosten sind Steuerberatungskosten, die du hast im Zusammenhang mit deinen übrigen Einkunftsquellen, außer den Kapitaleinkünften. Da kannst du die Steuerberatungskosten nämlich in deiner Einkommensteuererklärung berücksichtigen und zwar als Werbungskosten zu der jeweiligen Einkunftsquelle. Die dritte Kategorie sind all die privaten Angaben in deiner persönlichen Einkommensteuererklärung und die Einkünfte aus Kapitalvermögen. Alle Steuerberatungs- und Softwarekosten, die du in diesem Zusammenhang hast, kannst du leider gar nicht absetzen. Du merkst also, es ist wahnsinnig wichtig, dass der Steuerberater dir eine detaillierte Übersicht zukommen lässt, wofür er eigentlich wie viel abgerechnet hat und wie viel Kosten eigentlich auf welche Arbeit entfällt, damit du das Ganze überhaupt aufteilen kannst. Natürlich wäre die Erwartungshaltung auch, dass der Steuerberater das gleich von vornherein richtig in der Buchhaltung und der Steuererklärung berücksichtigt und die Kosten dann natürlich auch ansetzt. Allerdings gibt es auch ein paar Kosten, die lassen sich einfach gar nicht so genau zuordnen. Zum Beispiel, wenn du eine Software benutzt und deine Umsatzsteuer, Einkommensteuer und Gewerbesteuer in einer Software machst, dann ist es ja relativ schwer zu gewichten, wie viel Prozent der Kosten jetzt auf worauf entfallen ist. Das gleiche gilt für Literatur. Wenn du dir jetzt ein Buch kaufst, um Steuern zu sparen und die letzten Steuertricks kennenzulernen, dann kannst du auch nicht wirklich sagen, ob das jetzt betrieblich war oder privat mit anderen Einkunftsarten zu tun hatte oder ganz privat. Und weil sich das nicht aufteilen lässt, hat sich das Finanzamt eine Vereinfachungsregelung einfallen lassen. Und zwar kannst du als Werbungskosten pauschal 100 Euro für diese Mischkosten ansetzen. Wenn deine tatsächlichen Kosten aber höher liegen, kannst du 50% ansetzen. Das heißt, wenn du pro Jahr 300 Euro an Kosten hast für zum Beispiel Software, Literatur oder den Lohnsteuerhilfeverein, dann kannst du 50% davon absetzen, das heißt 150 Euro. Ich hoffe, mit diesem Video hast du einen guten Überblick darüber bekommen, welche Kosten an den Steuerberater du in der Steuererklärung geltend machen kannst. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Und wenn du jetzt auf der Suche bist nach einem Steuerberater, der dir Kosten verursacht, damit du diese Kosten dann in der Steuererklärung berücksichtigen kannst, dann schau unbedingt mal auf unserer Webseite vorbei. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und helfen dir bei deiner Buchhaltung und deiner Steuererklärung gerne weiter und setzen diese Kosten dann auch direkt für dich an. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier.
Du kannst aber natürlich auch erstmal alle weiteren Videos auf diesem Kanal schauen oder nur so ein paar, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.